sehen, ist das tolerable Maß, was wir bereit sind zu akzeptieren. Das endet bei 3 cm. Und wir haben eine Verdrückung im Bereich von bis zu 8 cm in der Ausbildung. Und das bedeutet, dass das Wasser von der Brücke nicht mehr kontrolliert abfließen kann. Es erreicht also nicht mehr die Abläufe im Seitenbereich der Rinne, sondern läuft längs über die komplette Bauwerkslänge herunter. Und bei entsprechenden Niederschlagsmengen bedeutet das, dass wir sehr schnell eine Aquaplaning-Bildung haben. Zudem haben diese Verdrückung, diese Wülste, wie wir sie nennen, insbesondere eine Problematik für Motorradfahrer, die wir ja derzeit zahlreich haben zu dieser Jahreszeit. Und das insgesamt ist eine Situation, die wir so nicht akzeptieren können. Die Verkehrssicherheit ist so nicht mehr gegeben. Wir werden hier in den nächsten Tagen neuen Asphalt einbauen. Und das, was wir jetzt gerade hier im Hintergrund sehen, ist, die alte Asphaltfläche wird entfernt, wird herausgefräst. Dann wird das Baufeld entsprechend vorbereitet, so dass der neue Asphalt aufgebracht werden kann. Im Anschluss, wenn der ausgekühlt ist, bringen wir die neuen Markierungen drauf und dann sind wir auch fertig. Hier sind wir aktuell flink dabei, sieht gut aus. Wir hoffen, dass wir mit einer Woche Bauzeit hinkommen. Wir bringen den gleichen Asphalt auf, weil wir leider keinen standfesteren Baustoff für die Brücken zur Verfügung haben. Es wird republikweit daran geforscht, es gibt ein entsprechendes Forschungsprogramm, aber noch steht ein standfesterer Baustoff nicht zur Verfügung.